Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, und wir haben uns jetzt gerade abgesprochen. Wir haben jetzt nicht den Server nochmal gewechselt. Ich gucke jetzt hier nochmal nach der Todeskralle. Und ja, wir machen heute jetzt die letzte Folge dieser Aufnahmesession. Und ey, es ist eine da! Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Es ist eine Todeskralle da. Mach sie platt. Bin schon dabei. Ich habe alle Dailies fertig für heute. So, Uranrausch ist noch da. Wollte ich schon, dass ich dazwischen quatsche. Ja gut, dann lass Uranrausch noch mitnehmen. Gemeinsam. Ziehen wir das durch. Richtig. Und wir schaffen das. Nee, du schaffst das. Ich guck dir zu und ich lass die Hosen runter. Was? Nicht? Müssen die Zuschauer entscheiden. Okay. Nur leider kann ich so schnell keine Abstimmung machen. Wenn sie das sehen, dann ist ja schon, müsste ja schon nächste Woche sein. Also ich sehe dich gerne in runtergelassener Hose. Also ob das die Zuschauer auch sehen wollen, ist dann die Frage. Ach so, meinst du das, ja. Stehst du? Oh, Alter, hier ist aber ganz schön was los, da. Das ist doch schon fast durch. Jetzt habe ich mich, glaube ich, verlaufen. Ich weiß nicht. Na, ob wir hier noch was abkriegen? Glaube nicht so viel. Ist gerade tote Rose hier. Hier kein anderer? Doch, da. Ja, hier sind sogar noch zwei andere. Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Was kommen hier irgendwie kaum Gegner? Stelle verstorbenes Führungspersonal fest. Die Person bitte vom Gelände entfernen. Ah, ich hab sie. Ich hab sie sogar schon angehittet. Ich auch. Ist er jetzt tot? Nee, noch nicht. Ich glaube, jetzt ist er gestorben. Nee, immer noch nicht. Nee, er lebt noch. Ich schieße jetzt extra mit der Sturz nicht drauf. Ich sehe ihn gerade noch nicht mal. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist. Hier unten irgendwo bei mir. Okay, jetzt ist er nochmal in die Luft geflogen. Hier lebt noch einer. Das ist er nicht. Ich glaube hier liegt er, glaube ich. Aufseher, ne? Ja, hier. Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Na, ist gleich vorbei. Schade. Mal etwas Loot noch. Ja, ein legendäres Item ist nicht schlecht. Oh, das ist der Handy-Treibstoff. Weißt du, was mich jetzt gerade mega ärgert? Jetzt hatte ich ja drei Dinger da, um Säure zu farmen. Hm? Jetzt habe ich nicht mehr. Ach ja, stimmt. Extraktion abgeschlossen. Reinigungs- und Entlüftungsvorgang der Extraktoren muss vor Weiterführung des Betriebs abgeschlossen werden. Bitte das den war's. Bereich verlassen. Kein Uranrausch mehr. Immerhin EP. Und? Kronkaken? Ja. Oha. Hm? Punkt genau. Meine Traglast aufgesetzt. Cool. Genau. So, was haben wir noch? Der Bote. Haben wir noch irgendwie ein schönes Event, was man jetzt noch machen könnte? Weil jetzt noch mal eine Runde Westtech oder so. Ich hätte gedacht, ich besuche deine Gebrüder bei der Strafanstalt, aber war ich mir noch nicht so sicher. Na ja, komm, dann räumen wir die Strafanstalt jetzt aus. Komm ich mit. Brauchst nur auf mich raufporten.
Gehst du dann auch das Gefängnis einmal durch oder gehst du nur außen lang und machst sauber? Eigentlich würde ich auch immer dann gerne reingehen, aber dann kam immer was dazwischen. Ich habe immer nur halbwegs draußen geschafft. Ja, jetzt hast du aber Mikas dabei, jetzt hast du genug Zeit, das kriegen wir innerhalb von 5 Minuten sind wir da durch. Aber ich habe keinen Fleischhaken gehabt. Mann. Dachte, ich krieg das noch im Let's Play fertig. Muss es nachher wieder privat machen. Entschuldigung. Och. Warum entschuldigst du dich? Ich habe den Bauplan nicht. Ja, und ich habe den Fleischerhaken, den ich hatte, kaputt gemacht. Jetzt weiß ich, warum du das hier immer so gerne machst. Die halten nichts aus. Ja, mit Unterhiebe kann man die schön, ne? One-hit. Na, das stimmt. Bist gerade ein bisschen zu schnell. Echt? Ich mach das gemütlicher. Achso, gibt's hier eine Funktion gehen? So, warte. Das übertreib nicht. Auf dem PC sieht's komisch aus, genau. So, ich spiele jetzt mit Handicap. Ich spiele jetzt nicht in der Ego-Perspektive. Och Mensch, da schon hinter dir. Ja, aber komm. Er trifft mich einmal und sagt ja. Als wenn er mich getötet hätte. Alter, ist das schwer. Jetzt geh wieder in die Ego. Nee. Mit Handicap. Nee. Macht mir Spaß. Die sind doch hier so einfach. Was denn? Du machst mich fertig. Warum? Man muss doch immer an seinen Herausforderungen wachsen. Ist zwar gerade total ungewohnt für mich so zu spielen, aber es klappt. Ja, und dann sagst du bist schlecht, ja. Ja, klar bin ich schlecht. Na. Gleich links und rechts eine oder später? Später. Was ist das? Das ist ein Kugel in deinem Kopf. Ich sei ein Bull. Sehe ich gar nicht, ob man danach laden tut und wann nicht. Ich höre es nur. Warte, ich bin überladen. Ich komme da gleich hoch. Gewichte. So. Schrotflintenman ist unterwegs. Shit. Ach ja. Man merkt schon, wir haben beide einen unterschiedlichen Stil, wie das mit Durchlaufen angeht. Wieso? Ich mach das voll gemütlich und du so. Wuff, wuff, wuff. Tschüss. Was denn? Was ist das? Was? Kennst du das nicht? Nee. Das kannst du sogar in deinem Camp aufstellen. Wie gesagt, das sind Fallen. Ich kam immer nie dazu, hier so überall. Ne? Und das letzte Mal, wo ich hier komplett durchgerannt bin, das ist schon eine ganze Weile her. Oh, Zollstock. Kaffeetasse. Bin ich dir zu schnell mit dem Looten und so? Ja, ein bisschen chilliger, ne? Fluffig bleiben. Ja, aber denk dran, das liegt wirklich an diesem Let's Play-Drang. Weißt du, so, man möchte so viel wie möglich in die 20 Minuten, die man hat, hineinpacken, ne? Weil sonst hat man ein schlechtes Gewissen. Und deswegen ja, immer so, fix, 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 und da schneller, schneller, schneller. Oh, ich habe gar keine Einbrecher. Ja, stimmt, ich habe keine Einbrecher-Skills. Ich würde jetzt gerne was dagegen sagen, aber ich weiß gerade nicht, also so wie ich es denke, weiß ich gerade nicht, wie ich es formulieren soll. Na dann,
Hau raus. Einfach so. Ja, spiel doch einfach. Scheiß doch auf die anderen. So. Ich weiß, das haben mir auch schon welche unter den Kommentaren geschrieben. Mach doch einfach. Die habe ich jetzt zu spät gesehen. Ich dachte, ja, gehst da rein, gucken und über Granatensymbole. Okay, weg hier. Nee, aber das ist sozusagen so ein Drang, den macht man sich voll automatisch. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Naja, auch schon von anderen Leuten gehört, die dann Aufnahmen machen. Man macht sich dann irgendwie so voll automatisch den Drang so. Das ist genauso wie wenn ich jetzt hier immer rummotz, wenn ich jetzt meine Folgen noch nicht fertig habe, ne? Wo ich dann immer sage, ah ja, ich muss noch Folgen machen, ah, die müssen heute noch die und die Uhrzeit kommen. Eigentlich habe ich ja keinen Drang. Eigentlich keine Pflicht oder so, ne? Das zu Was? der Uhrzeit. Aber das ist so für mich der Rhythmus, den ich da drin habe. Du brauchst dich eigentlich bei mir gar nicht rechtfertigen. Ich weiß schon, wie du das meinst. Denselben Drang habe ich bei mir auf Arbeit auch. Also, Achso, nur also hier habe ich jetzt schon zweimal geguckt. in anderen Verhältnis, ne? Ja. Ich weiß Ich nicht, meine, wenn du. das macht man sich dann irgendwie voll automatisch. Also das, ich habe eigentlich keinen Druck. Es gibt keinen Druck. Den Druck mache ich mir selbst. Willst du es perfekt haben? Ja. Genauso fühle ich das auf Arbeit auch, aber das muss man runterschrauben. Das ist schwer, aber. Können wir reingehen oder bist du noch am Ja, ich gucken? war jetzt am Denken, Vorstellen, was ich zu sagen habe und am Spielen, am Looten. Ja, mein Kopf hatte gerade viel zu tun. Ich bin müde, lass mich. Dann darfst nicht müde sein. Nein. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine, weil manchmal kann ich mich schwer ausdrücken. Ja. Also ich verstehe dich. Und wenn jemand von den Kommentarleuten sie nicht versteht, oder von den Zuschauern eher, dann kann er einen Kommentar schreiben, dann erkläre ich ihm das. Ja. Kein Thema. Ich musste auf Arbeit auch erstmal lernen, dass ich ja nicht ein Werkstück da aber arbeite. Es wird perfekt. Verstehst du, was ich meine? Es wird so aussehen, wie ich das mir wünsche. Ja, aber Am das Anfang wird ist. es halt scheiße aussehen, weil, ne? Das Problem, da habe ich ein anderes Problem. Es sieht bei mir meistens nicht so aus, als wenn es perfekt ist, weißt du? Aber das liegt halt an meiner Hardware. Meine Hardware ist nicht gut genug. Wo ich mich dann immer so ärgere, so, warum kannst du nicht bessere Hardware haben? Du, ich kann dir auch 1000 Millionen Dinge gefühlt sagen, die mich an meinen Kerzenständer, den ich gemacht habe, stören. Und trotzdem mag ich ihn, weil ich ihn besser gemacht habe als das, was ich davor alles gemacht habe. Verstehst? Ja, ich verstehe. Erstmal looten. Ach, jetzt kann ich mich auch an diese Feuerstellen hier erinnern. Also teilweise. Alter, treffe ich den nicht? Jetzt. Was schießt mir gerade in den Rücken? Ich bin's nicht. Machst du denn das schon wieder alles kaputt? Supermutanten fallen. Ah. Hoppala. Doch. Nein. Ich weiß nicht, ich mag die Supermutanten einfach. Ich kann mich jedes Mal drüber abfeiern. Da hinten. Nein. Muss kurz meine Waffe reparieren. Okay. Mach dann hier in der Zeit die anderen Mutanten. Das sieht so So, wo ist er? weird aus. Da.
Ey. Da oben bist du. Ich komm zu dich. Ich wenn ich es mal schaff zu springen. Ne, hier ist nichts. Haben noch immer noch Kampfmusik. Wo ist denn der letzte? Also ich hab's hier gerade chillig. Ich höre hier nur immer irgendwelche Schritte. Entweder sind es deine oder. Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein, Geld. Ich bin nicht da. Hm. Ach ja. Ich sehe deine Käsefüße. Jetzt nicht mehr. Wie gut, dass es nur die Käsefüße waren, die du gesehen hast. Nee, was soll ich denn sonst sehen? Du bist in einer fetten Power Armor, hallo? Das ist eine figurbetonte Power Armor. Figurbetonte Power Armor. Ich hab hier immer noch Vorsicht, aber hier ist niemand. Komm, es gibt bestimmt auch Frauen, die sagen, sehe ich in der Power Armor dick aus? Nein, du bist schlank. Schlanker als die anderen Power Armor. Die haben zwar alle dieselbe Modellreihe, aber okay. Weil du da drinnen bist, siehst du schlank aus. Ich würde da drinnen fett aussehen, aber jeder andere, ne? Du willst nicht wissen, wie ich mir das gerade vorstelle. Doch, jetzt ja. Oh. Ah, die schießen von unterhalb. Feiglinge. Au, 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 au. Schieß mir in den Poppes. Jetzt nicht mehr. So. Okay, da hat's Boom gemacht. Meine Schuld. Meine Nase juckt die ganze Zeit. Da musst du kratzen. Looten, 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 looten. Looten, looten. Ne. Hab immer noch kein Einbrecher-Skill. Sieht aber voll merkwürdig aus, wenn man schleicht. So und läuft. So, irgendwie so. Was I. Ich hab Wasserhahnwasser getrunken. Mh, lecker. Schön schimmeliges. Ach. So 10 Jahre abgestandenes. Mh, lecker. Oh, ein Stimpack. Sie hat schon wieder Stimpack-Mangel hier. Merk schon. Nee, eigentlich nicht. Nee? Wie viel hast du denn jetzt? Ich glaub schon mal. Jetzt kommt's. Oh, ich hab noch 340 Stück. Nee. 122. Ja, passt ja schon fast mit meiner Aussage, ne? Aber okay. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Jetzt geht mir meine Nase auf den Sack. Ich hab eine Nase zu verschenken, möchtest du sie haben? Nee, danke. Ich hab eine eigene. Wirklich? Sie ist spottbillig. Wie viel kostet sie denn? Ja, sie ist im Angebot. Sie kann nicht mehr so gut riechen und. Naja, funktioniert nicht mehr ganz so gut, aber. Na gut, sie ist geschenkt. Okay. Aber nicht, dass jemand jetzt gleich in die Kommentare reinschreibt, dass er die Nase von meiner Frau haben will, ne? Ich möchte nur wissen, dass sie dann in guten Händen ist. Im guten Gesicht. Nur bei Benutzung verschenkbar, oder was? Ich möchte auch oft mit ihr telefonieren. Was? Holy shit. Der nimmt doch bald schon keiner mehr an. Also ich bin jetzt hier schon zweimal durch. Ich bin zu schnell, ich weiß. Ja, war doch sonst auch immer noch irgendwo ein Wendigo.
Wendigo? Ja. Könnte vielleicht hier hinten sein. Außerdem ist doch viel größer, es gibt doch eine andere Abteilung. Ja, ich weiß, die andere Abteilung haben wir hier noch nicht gehabt. Aber ja, da müssen wir dann gleich reinhacken. Musst du ja mitkommen. Die ist immer in einer Abteilung gewesen, die Wendigo. Die Wendigo. Jetzt wird schon zum Vibe degradiert, die Wendigo. Ich hab schon zu viel gequasselt, das ist mein Mund nicht gewöhnt. Ja. Ist aber trotzdem nett, dass du mit aufnimmst. Für dich immer. Sei denn, ich bin auf Arbeit, dann geht das nicht. So. Ey Chef, ich muss mal kurz mit meinen Männern rufen. Ne? Hast du nichts dagegen, wa? Nö. Siehst du, er hört schon wieder Zeug, was gar nicht da ist. Sollte er mal zum Psychologen gehen. Und ich habe jetzt schon zum dritten Mal verkackt hier. Ah, scheiße, jetzt habe ich zweimal dasselbe genommen. Ich bin die Ego, die Perspektive gerade null gewohnt. Ich habe dir doch gesagt, dann wechsel um. Ah, ich habe es geschafft. Endlich, nach 3 Jahren. Nein, geh doch durch, Mensch. Ah, Kopf juckt. Looten! Looten, looten, looten. Oh, ein Stimpack. Hä? Nee, das sah nur so aus, als wenn da eine Power-Rüstung hintersteht. Mann, sind hier viele Gefängnishalsbänder. Klar. Ach, puh, Gott sei Dank. So, hier, P-Tabletts. Du bist auch nicht mehr so der Looter-King, wa? Wieso? Wurde schon wieder, ich wurde schon wieder angegriffen hier. Mit Fallout 4 war es besser. Ja, Entschuldigung. Aber ich lasse mich trotzdem ungern hauen. Mit Fallout 4 hast du dich angreifen lassen und nebenbei gelootet, ja, ja. Und hast sogar noch zurückgeschossen. Hm. Alles gleichzeitig? Mann, ja. War ich mal gut. Nein, 76 krieg ich's einfach nicht mehr hin. Ich komm halt in die Jahre. Mann, dafür siehst du aber auch richtig gut aus. Tja, ist das Gefängnishalsband, was ich trage. Jetzt hast du meine Ehre angekratzt. Jetzt nehme ich hier alles wieder mit. Nicht mehr das Nötigste, sondern jetzt nehme ich wirklich alles mit. Pass auf, jetzt bist du wegen mir wieder total überladen. Dann. Ja, bin ich ja sowieso schon. Ich bin schon bei 857. Oh shit, lass mich raus, lass mich raus. So, du bleibst jetzt da drinnen. Ach schade, Mist. Aua, warum haust du mich? Ich hab dich nicht gehauen, ich hab mich in der Nase gekratzt. Aua. Ich hau zurück. Ich hab dich nicht gehauen. Doch, du hast mich gerade gehauen. Hast du voll ausgeholt. Nee. So, wie kann man denn hier jetzt nochmal durch? Ach, hier war das. In der Zelle, wo du dich eingesperrt hast. Da kam man mich auch auf die andere Seite. Au. Wer, wo, was, wie, wer, wann? Da oben. Au. Tot. Und hier war immer der Wendigo. Mhm. Also, ich glaube, der ist nicht immer da. Wäre mir neu, dass hier immer ein Wendigo ist. Das letzte Mal, wo ich hier war, Mensch. Ja, das letzte Mal. Du hast ja selber gesagt, dass es vor 3 Jahren war. Hast du gerade zugegeben? Diese Regel gehören uns. Lernen Deutsch, du. Nein, ich Supermutant. Ich brauche kein Deutsch kurz. Kurz? Kein Deutsch kurz? Ich kann hier mal was knacken. Nüsse knacken? Aha. Nee, Haken mal knacken. Au.
Okay, danke. Niemand greift meinen Mann an. Werde ich wütend. Ja. Warum ist das Ding leer? Jetzt habe ich es geknackt und jetzt ist es auch noch leer. Also echt mal. Oh, eine Kochstation. Du willst ja so heimlich kochen, ja, ja. Mit Rattengift. Ja, ja. Das hast du den Zuschauern aber immer noch nicht erklärt. Ich habe Freunde gefunden. Du hast Freunde? Ich habe Freunde gefunden. Nee, das dürfen Gamer nicht haben, Mausi. Gamer dürfen keine Freunde haben. Entschuldigung. Tod von oben. Holy shit, jetzt wo wir hier die letzte Folge haben. Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Ach Mann, jetzt macht doch die Tür wieder auf. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Ach du Scheiße, wo haben die das denn hingeschmissen? Wieso? Bäckerfarm, zwischen Bäckerfarm und Cobbleton Farm ist das. Also da in dem Gebiet. Warum schießt man da eine Atombombe hin? I don't know. Okay, dann ist es jetzt doch keine wichtige Atombombe. Wo du sein? Ich bin im Waschmaschinenraum noch. Eigentlich wäscht man sich ja in der Badewanne, ne? Ja, aber ich wasche mich in der Waschmaschine und du stehst im Weg, ich will meinen Loot haben. Du hast mich in meine Ehre verletzt, dass ich besser gelootet hatte. Oh Gottchen. Heul doch. Weh. Oh, jetzt will ich dich in den Arm nehmen und knuddeln. Darf ich dich in den Arm nehmen? Nein! Ich bin ein großer Junge. Und dir Nuki in den Hals stopfen? Warum Nuki? Weil du süß bist. Ich bin doch nicht süß. Doch. Dann mach sowas nicht. Oh. Hab ich Bock, dich zu tätscheln? Nein. Du, ich bleib. Ah. Achtung, Tetschi, Tetschi. Nein. Tetschi, Tetschi, Tetschi. Bleib, weg. Bleib weg. Ach ja. Tschüss. Wiedersehen. So, aber jetzt haben wir doch das gesamte Käfiggehänge hier jetzt fertig, oder nicht? Käfiggehänge. Weil wir sind jetzt schon bei 27 Minuten. Jetzt habe ich mich deiner Zeit angepasst. Ich habe noch was gefunden. Was hast du denn gefunden? Ein Plünder-Outfit und noch irgendwas anderes. Ich bräuchte eine Werkbank und die ist draußen. Nee, die ist auch hier drinnen. Ja, aber ich gehe jetzt nicht den ganzen Weg da hinten zurück. Da kann ich auch hier hinten in den Hinterhof gehen. Dann müsste eigentlich so weit fertig sein. Okay, ich gehe in den Hinterhof. Attacke! Mummiport für ich kriegen. Wo war der Exit? Da war der. Anderes Spiel. Pfui aus. Was? Wie, anderes Spiel? Gehe nicht Asmus normalerweise in den Hintertürchen rein? Ah. Sag ich doch, anderes Spiel. Ah. Ja, noch lauter stöhnen geht nicht, oder? Muss niesen. Nice. Jetzt hat sie es erst verstanden. Weil ich jetzt erst rüber gucke. Es hat sich der Nieser verzogen, schönen Dank. Und du bist wieder schuld. Okay. So, jetzt kann ich ja mal wieder in die Ego. Oh, ist das angenehm. So. Machen wir jetzt hier nochmal alles mit Dings kaputt. Mit Farbe. Wiederverwerter. Farbe? Ach ja. Farbe. Oh. Was denn? Sabel? Gerade irgendein Atomdings abgeschlossen, aber. Aber? Weil ich weiß nicht welches, was da nicht so wirklich stand. Irgendwas mit Toxic Valley. Okay.
sehr merkwürdig. Ich weiß jetzt aber nicht, welches genau. Ich habe die so querbeet durchgesammelt. Die, die dann aber so schnell gingen, die habe ich dann durchgezogen. Und die, die nicht so schnell gingen, die, keine Ahnung, die haben sich dann so geschlichen. Oh, oh. Was dann? Ich krieg mich nicht zum Porten. Ich bin vollkommen überladen, immer noch. verdorbenes Fleisch kann weg. Selbst Bagger, Power Armor und Fleisch würde nicht reichen. Ich habe hier noch ein bisschen zu viel Wasser, das kann ich wegtrinken. Das Wasser kann ich wegschmeißen. Ein Bouton kann ich trinken. Da komme ich noch nicht ganz drauf. Hier nochmal so. Und Hirschfleisch müsste gemacht werden. Zucker kann ich auch wegschmeißen. Muss ich mit das jetzt wirklich drücken? Muss ich das mir jetzt wirklich drücken? Ah, Mist. Wahrscheinlich. Da war einfach zu viel Bewaffnung bei. Gut. Dann machen wir jetzt hier den endgültigen Cut. Ich drücke mir jetzt gleich Red Ameisen Lager und stelle mich jetzt White Spring ab. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.